Liebe Lehrerinnen und Lehrer, Homeschooling stellt nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler, sondern auch uns Lehrkräfte gerade vor besondere Herausforderungen. Wir zeigen Ihnen in diesem und den folgenden Videos, wie Sie mit dem Schulportal arbeiten können. Um sich in das Schulportal einzuloggen, rufen Sie die Seite login.schulportal.hessen.de auf und klicken Sie auf den rechten Login-Button. Geben Sie den Namen Ihrer Schule ins Suchfeld ein. Wir nehmen als Beispiel das Adorno-Gymnasium in Frankfurt. Sollten Sie Ihre vierstellige Schulnummer kennen, können Sie die Login-Seite Ihrer Schule auch direkt über den Link login.schulportal.hessen.de/i=, und Ihre vierstellige Schulnummer erreichen. Geben Sie Ihren Benutzernamen, also Vorname.Nachname oder Ihr schulinternes Kürzel, sowie Ihr Passwort ein. Die Zugangsdaten erhalten Sie von den zuständigen Administratoren Ihrer Schule. Wenn es sich um ein zufällig generiertes Passwort handelt, müssen Sie beim ersten Einloggen das Passwort ändern. Dieses muss insgesamt mindestens 12 Zeichen lang sein und außerdem aus Groß- und Kleinbuchstaben, mindestens einer Zahl und einem Sonderzeichen bestehen. Wählen Sie ein sicheres Passwort, das Sie sich gut merken können. Mit einem Klick auf das Auge können Sie Ihre Eingaben nochmal kontrollieren. Auf Ihrer Startseite können Sie auf alle Tools zugreifen, die die Administratoren freigeschaltet haben. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen bei der Arbeit mit dem Schulportal.